Heute wollen wir uns diesen ganzen vielen Kleinigkeiten widmen, die hier mit der Region zu tun haben, in der wir jetzt sind, und auch mit der neuen Base, die ich mittlerweile schon gebaut habe. Und ich sag's euch, Leute, so ein Umzug ist nicht lustig. Und wir werden uns dann natürlich noch anschauen, was es hier alles gibt, welche zum Beispiel Gefahren auch damit verbunden sind, wenn du jetzt hier Nitraterz ernten gehst, um ein Beispiel zu nennen. So, wo haben wir gebaut? Da hinten seht ihr schon, da ist so ein Reiseportal und ich zeige es euch auf der Karte. Letztes Mal waren wir hier in diesem Barbarencamp, da habe ich immer noch diese Hütte stehen. Mir gefällt dieses Gebiet einfach so gut. Hier ist das Portal und dieser Spot hier, der war flach und das war sozusagen das erste, ab wo ich bauen durfte, weil um so einen Bereich hier, um dieses Portal herum darf man nicht bauen. Was ich jetzt ganz deutlich beim Umzug gemerkt habe, die letzte Base war hier. Das nächstgelegene Portal war 1000 Meter entfernt. Und ja, das war eigentlich kein Spaß, um es so zu sagen. Oder das andere wäre hier oben gewesen, ist auch sehr weit weg. So, wir sind jetzt hier. Ich bin damit total happy. Was man jetzt hier schon mal ganz gut sehen kann, wir haben hier Schwefel. Wir haben hier Phosphaterz. Ich sage mal Nitrat, aber gemeint ist Phosphat. Das haben wir hier. Wir haben Kupfererz. Wir haben hier direkt nebenan Kupfererz. Auch nochmal. Wir haben hier die Salinen. Diese Gegend ist eigentlich richtig klasse, was die Mineralien angeht. Ich weiß auch, ein Stück weiter oben gibt es dann hier zum Beispiel Kohlenerz. Ja, das ist auch nicht so weit weg. Das ist die Base momentan. Also es ist Work in Progress, wenn du so willst. Da kommt, glaube ich, mein Affe raus. Der Affe hat übrigens sein Nest außerhalb hier. Jetzt habe ich es gerade leer geräumt. Nee, ist schon wieder einiges drin. Also der ist hier wirklich fleißig am Sammeln. Das funktioniert gut mit dem Affen. Der sollte nicht direkt in der Base dieses Nest haben. Idealerweise irgendwo da, wo du kein Holz fällst oder ähnliches, damit er da möglichst viel von diesen Dingen einsammeln kann. Und das funktioniert hier ganz prima. So, wie gesagt, das Ganze ist Work in Progress hier. Und es wird irgendwann auch noch eine richtige Mauer geben. Da bereite ich gerade die Materialien vor. Ich habe mich für eine flache Bauweise entschieden. Ich habe so ein bisschen an, ja, weiß ich nicht, an so römische Landgüter habe ich eigentlich ursprünglich gedacht. Ist dann ein bisschen anders geworden. Ja, ein paar Sachen haben auch noch nicht so wirklich ihren Platz gefunden, wie zum Beispiel der mystische Steintisch. Aber das wird alles noch kommen. Hier haben wir die Pferde, dann haben wir hier die ganzen Sammelfelder. Und ich habe das jetzt so eingerichtet, weil ich gar nicht so viel von dem Zeug verbrauchen kann, dass ich nur eine Person habe, die sammelt und ich wechsle das dann immer. Also ich gebe dann immer hier einen Betreuer, also immer den gleichen, aber der wechselt einfach immer, weil mir das, sonst ertrinkt man ja irgendwann in diesen ganzen Materialien. So viel brauche ich hier nicht. Das gleiche gilt hier für das Sägewerk. Auch wenn du das alles automatisieren kannst, es ist schon verdammt viel, was dann irgendwann gesammelt wird. Das, wie gesagt, das ist mir zu viel, das ist nicht notwendig. Dann gehen wir mal hier ins Haupthaus rein. Hier ist der große Gemeinschaftsraum. Wir haben hier aktuell das Level 3, angenehm 3 Level. Das heißt, wir müssen natürlich weiter daran arbeiten, dass wir hier noch ein höheres Level bekommen, was den Komfort angeht. Genau, jetzt habe ich also diesen Buff erhalten. Der hält jetzt eine halbe Stunde an. Indem ich hier eine Zeit gesessen habe, habe ich eben diese erfreute Stimmung. Dadurch habe ich für eine halbe Stunde einen erhöhten Erfahrungserhalt und 15% mehr Tragekapazität. Aber eben nur für eine halbe Stunde. Das Eisenbodenfeuer, das solltest du so bald bauen, wie es irgend möglich ist, gibt dir Komfortlevel plus 500. Und dann all diese Dinge kommen hinzu. Also die Sitzbänke geben 50 einmal. Der Tisch gibt 50. Ein Stuhl gibt 40. Dann hier Trophäen, sofern du schon Trophäen bekommen kannst, geben auch jeweils zusätzlich etwas zum Komfortlevel hinzu. Die genaue Zahl habe ich jetzt noch nicht für euch. Das werden wir mal beobachten. Auf jeden Fall brauchen wir idealerweise ganz viele von diesen Trophäen noch. Und um Trophäen bekommen zu können, musst du bei der Jagd hier Spitzenjäger freigeschaltet haben.
So, das ist relativ einfach. Das Einzige, was mir persönlich am Anfang gefehlt hat, war dieser Reisemeilenstein, ein erfahrener Schütze mit kühlem Kopf. Und da habe ich auch jetzt schon in meinem Discord gehört, dass andere da auch Probleme haben. Ein erfahrener Schütze mit kühlem Kopf, töte ein Level 30 Elite-Beutetier. Bei mir ist das ehrlich gesagt irgendwie so passiert. Ich habe da nicht so genau drauf geschaut. Wenn ich mir ein Tier nehme und gehe dann einmal auf Kuh und dann nochmal auf Kuh, dann kann ich sehen, welches Level das Tier hat und welche Farbe. Also der Cheetah hier, mein Affe, der ist grün, ja, der hat ein grünes Level. Und so könnt ihr tatsächlich dann sehen, welche Farbe das Tier hat, das ihr dort erlegen wollt, und könnt entsprechend das richtige Tier sozusagen töten, um diesen Reisemeilenstein zu bekommen. Ebenso die Goldstatuen, die tragen auch zum Komfort dabei, natürlich. Dann haben wir verschiedene Götterstatuen aufgebaut. Wenn der Stamm angegriffen wird, können sich die Stammesmitglieder um diese Götterstatuen sammeln und sollen dann geschützt sein. Davon habe ich mehrere schon aufgestellt, die sich sozusagen hier so über das Gelände hin heraus verbinden. Man kann den Schutzbereich anzeigen lassen hier. Und dann sieht man, wo das Ganze gilt. Und man kann also theoretisch ganz viel davon entsprechend einstellen. Hier im linken Bereich geht es in den Küchenbereich. Da haben wir also Medizin und Küche. Und ja, hier wird fleißig gearbeitet. Zum Arbeiten selber. Ich habe das jetzt natürlich nochmal alles neu eingerichtet. Wir können uns das gerade mal hier angucken. Wir brauchen nämlich zwei Schleiftische mittlerweile, weil wir brauchen das Schwefelpulver. Ich mache das mittlerweile immer so, dass ich einstelle, nicht mach mir 999 von etwas, sondern mach mir eine kleinere Anzahl. Ich sage jetzt mal einfach 10, alle 30 Minuten oder jede Stunde. Und dann teilen wir hier noch einen Betreuer hinzu. Und zwar ist das der Alchemist, der hier das machen soll. So haben die immer was zu tun, ja, haben aber auch immer wieder eine Pause zwischendurch. Also hier wollte ich mal ganz viel von diesem Kohlenstoffpulver haben. Das können wir jetzt runtersetzen einfach, dass er davon auch, weiß ich nicht, 10 macht jede Stunde. Es sind auch nach wie vor, glaube ich, noch nicht alle Sachen. Also es wird noch einige Erweiterungen auch geben. Muss man mal abwarten. Dann geht es hier raus. Wir haben hier unseren Brunnen und den Düngereimer ganz gut, finde ich, untergebracht in diesem Kontext. Und ich habe jetzt hier alle Felder erstmal aufgebaut, also ein Feld pro Pflanze, was wir momentan anpflanzen können. Und jetzt ist es folgendes: In diesen Gebieten gibt es natürlich unterschiedliche Temperaturen. Also im Dschungelgebiet war es so, da wuchs erstmal alles einfach so. Ja, da wuchs es einfach. Jetzt sind wir hier in diesem Gebiet, das ist etwas wärmer als der Dschungel. Das wirkt sich nicht ganz so positiv auf Pflanzen aus. Wenn du jetzt hier ins Vulkangebiet kommst, ist es natürlich noch sehr viel heißer. Wenn du in die Wüste kommst hier oben, dann ist es noch mal heißer. Und wenn du aber sagst, du willst vielleicht sogar im Schneegebiet bauen, dann wird es natürlich richtig kalt. Und auch hier in diesem Gebiet hier haben wir gebaut auf meinem Community-Server. Hier hatten wir das Problem, da war es schon zu kalt. Jetzt gibt es verschiedene Geräte. Ich habe mal hier eins aufgestellt. Einen Kühltisch habe ich hier mal hingestellt. Der würde jetzt, wenn er betrieben würde, mir fehlt hier das Eis, dann würde er tatsächlich den Bereich kühlen. Bei mir ist es jetzt so, hier heißt es langsames Wachstum. Das heißt, in diesem Gebiet, in dem wir sind, in diesem Hügelland, wachsen die Sachen alle schon noch und werden auch reif. Es dauert nur länger. Mich stört das überhaupt nicht gerade, weil ich sowieso extrem viel Dinge geerntet hatte. Ja, also die Lager waren alle so voll mit Mais und Baumwolle und. Und wenn das hier jetzt langsamer wächst, das finde ich ganz prima. Was ich mir wünschen würde für das Game, wäre so eine Art Dreifelderwirtschaft. Dass du sagen kannst, okay, pflanz im Rhythmus einmal Baumwolle und einmal Kürbisse, weil das reicht dann von der Menge. Mir würde das jetzt hier reichen im Singleplayer, aber ich weiß auch, wenn du mit mehreren spielst, hast du plötzlich Unmengen von irgendwas. Genauso wie du
oft Unmengen plötzlich an Fleisch hast aus deiner Fleischproduktion. Ja, die Fleischproduktion hat etwas gelitten beim Umzug. Und zwar hatte ich nicht mehr genug männliche oder weibliche Tiere. So, das heißt, ich muss nochmal losziehen und muss das jeweilige Pendant hier suchen. Wir haben hier zum Beispiel ein weibliches Schweinchen. Ich hatte aber nur ein einziges männliches Schweinchen, was auch Sinn macht, wenn ich an die Zucht denke. Und Fische muss ich auch noch besorgen. Die haben wir jetzt hier natürlich nicht. Die hatte ich bisher immer direkt aus dem Fluss gezogen. Also das ist noch auf der To-Do-Liste, aber wie das funktioniert, das wisst ihr ja sicher, das brauchen wir nicht nochmal. Dann haben wir hier den ganzen Bereich der Schmelzöfen. Hier habe ich es auch so eingestellt, es gibt eine Betreuerin und die macht immer abwechselnd ein paar davon, ein paar hiervon. Im Moment müsste sie gerade hier im Gange sein. Ja, da kommt sie sicher gleich wieder. Und hier in dieser Gegend überleben zu können, also in bestimmten Dungeons und so weiter, brauchen wir so einen Prozess hier, wo wir erst Aloe-Essenz herstellen, damit Pflanzenessenz und damit dann das Gegengift, damit wir in bestimmte Dungeons reingehen können überhaupt. Also das ist zumindest das Ideal, also insbesondere für den Frosch. Wir haben hier so eine ganze Prozesskette eigentlich. Phosphor. Pulver, das brauchen wir auch. Phosphorpulver brauchen wir auch. Ja, das müssen wir herstellen lassen. Das heißt, da sind einige Sachen dabei, die wir eben nur auch hier in dieser Region bekommen, wie Phosphor oder Cashewnüsse. Da werde ich jetzt mal losziehen und das dann besorgen müssen. Die beiden Schwefelminen in der Nähe sind einmal besetzt von Barbaren, die größere, und einmal von Elite-Wildschwein. Beides sollte machbar sein, schon auch auf der Stufe, wo wir jetzt sind oder wo ihr vielleicht das erste Mal herkommt. Und schmeißen unangenehme Dinge, wie man hier sieht, unter anderem eben auch Gift. Können euch auch vergiften, aber dafür habt ihr eventuell schon die entsprechenden Gegenmittel dabei. Wenn ihr die Erze und Mineralien hier aberntet, dann trefft ihr auch auf giftige Spinnen oder Tausendfüßler zum Beispiel, die ja nicht so angenehm sind und wo es sich schon auch wiederum lohnt, ein Gegenmittel dabei zu haben. Das können wir nehmen, psychedelischen Topf. Aber das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Ansonsten sind die Höhlen eigentlich aufgebaut wie die, die wir schon vom Kupfer- und Zinnabbau kennen. Es gibt auch hier Gegner drinnen und es gibt in der Regel auch einen Elite-Krieger, der etwas schwerer zu bekämpfen ist. Der Abbau von diesen Mineralien und Erzen, insbesondere vom Eisen, ist natürlich auch sehr gut, wenn ihr einen NPC leveln wollt. Wenn wir eh gerade hier in der Gegend unterwegs sind, können wir natürlich auch noch das Portal beim Froschboss hier freischalten. Da gehen wir jetzt mal noch kurz hin, damit wir da schnell hinkommen und auch wieder zurückkommen, wenn wir uns dann dem Giftfrosch oder wie auch immer er heißt, hier dem Froschkönig, wenn wir ihm uns widmen wollen. Man muss hier, ja, im Prinzip gibt es nur diesen einen Weg hier hoch, ja, also hier durch dieses Tal. Da ist die Pyramide, da gehen wir jetzt hin. Am besten dieses giftige Gebiet hier umgehen und vielleicht schon mal ein paar Antigift dabei haben und nicht so wie ich ohne losreiten. Hinter der Pyramide oder auch hier links von der Pyramide, da ist der Gift nicht, wie ihr seht. Ja. So, dann schalten wir das hier jetzt frei. Phosphaterz. Das war das, was wir haben wollten, was wir suchen. Stört es euch nicht weiter, wenn ich hier abbaue? Das finde ich gut. Du bleibst mal hier stehen. Da haben wir sie freigeschaltet. Altbewährte Fäustlinge. Na komm. Kommt jetzt mal irgendwer hier? Ja, erledigt.
Also um euch zu zeigen, wo ich jetzt bin. Hier. Da war Schwefel. Hier ist dann Phosphat. Hier gibt es noch mehr Phosphat in der Gegend. So, das war unsere kleine Erkundung für heute. Ich werde hier jetzt weiter Phosphat abbauen, das wir ja dann brauchen für das Gegengift. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und dann geht es in die heilige Ruine mit den Giftfröschen. Macht's gut, bis dann und ciao.